Johannes Evangelium, Kapitel 16. Ein Wort unseres Heilandes Jesus Christus. Es dauert noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Dann wird wieder eine kurze Zeit vergehen und ihr werdet mich wiedersehen. Ich begegnete vor kurzem ein Ehepaar, ältere Leute, die waren soeben aus Rumänien gekommen. Als sie mich sah und meine Frau, umarmten sie uns und begannen zu weinen und erzählten uns, vor 40 Jahren, Bruder Wurmbrand, habe ich sie predigen hören. Und ich, ein stolzer Mensch, der mir vorstelle, dass wenn jemand mich predigen gehört hat, er auch weiß, was ich gepredigt habe, fragte ihn, was habe ich vor 40 Jahren gepredigt? Und der Mann sagte mir, setzen Sie sich, ich werde Ihnen sagen, was ich vor 40 Jahren gepredigt habe. Und fing an mit der Predigt. Ich hatte erzählt, so sagt er, meine Predigt fing damit an, dass spät eines Abends, schon nachts, in einem Dorf, hatte ein Mensch einen langen Weg zu machen zu einem anderen Dorf. Und er ging einem Fluss entlang und war, es war so ein langweiliger Weg, die Nacht so lange zu gehen. Und auf einmal stieß er mit seinem Fuß auf etwas Hartes, er beugte sich, es war ein Beutel mit kleinen Steinchen. Und er hob diesen Beutel auf und fing an, während er dem Fluss entlang ging, warf ein Steinchen in den Fluss, plitsch, und dann noch ein Steinchen in den Fluss, plitsch, und noch ein Steinchen, plitsch, und so amüsierte er sich auf dem Weg. Als er am Haus angekommen war, hatte er noch zwei Steinchen im Beutel. Und dort fand er, dass diese Diamanten gewesen waren. Aber er hatte plitsch, plitsch diese Diamanten in den Fluss geworfen. Jeder von uns geht jetzt einen Weg. Der Weg, der, nehmt es mir nicht übel, man liebt es nicht daran zu denken. Aber wir alle gehen einen Weg, der zum Tode führt. Wir alle werden hier sterben. Einige schneller, einige später, einige jung, einige alt, einige nach einem schönen, reichen Leben, einige nach einem Leben der Plage, aber wir werden alle sterben. Das ist der Weg. Und auf diesem Weg haben wir einen Beutel mit Diamanten, Sekunden. Was tun wir mit den Sekunden unseres kurzen Lebens? Jede Sekunde ist von Gott geschickt. Und nachdem sie eine Sekunde lang mit uns war, geht sie zu Gott zurück. Einige dieser Sekunden gehen zu Gott zurück, lächelnd. Ich danke dir, Gott, dass du mich zu diesem Menschen geschickt hast. Schau, wie er mich geschmückt hat. Er war so lieb, so nett gerade zu seiner alten Mutter oder zur Großmutter, hat sie gestreichelt. Und war so nett, hat ein liebes Wort, gerade als ich dort war, zu seiner Frau gesagt. Und war sehr ehrlich und war sehr gütig und war liebend. Ich habe wirklich eine Freude gehabt, dass ich diese Sekunde mit ihm war. Ich danke dir, Gott. Einige Sekunden kommen so zurück zu Gott. Und andere Sekunden hadern mit Gott und sagen, warum hast du mich zu dem geschickt? Der hat mir ja diese Sekunde vergiftet. Hat nur geschrien, hat nur Schlechtes getan, hat gestohlen, hat sich gestritten, hat ich weiß nicht was allerlei Dinge getan. Und die Sekunde ist böse, dass sie diese Sekunde mit diesem Menschen verbracht hat. Und wir haben alle nur Sekunden. Niemand weiß, wie viele Sekunden er hat. Und wir verschleudern diese Sekunden, plitsch, plitsch, und dann ist sie weggegangen. Es ist so wundersam, in diesem Jahrhundert haben wir so viele Möglichkeiten. Wir haben Autos, ich habe keines. Gewöhnlich haben Menschen, ich habe nie im Leben ein Auto und nie ein Fahrrad gehabt, noch nicht einmal heute. Aber Leute haben ihre Autos und haben Telefone und es gibt Telegramm und es gibt, was du nur willst. Und die Leute haben keine Zeit. Früher, als man eine Kutsche mit zwei Pferden hat. Und früher, als man auf einem Esel geritten ist. Und früher, als man zu Fuß gegangen ist. Ich weiß, als ich ein Kind war, hatten Leute viel mehr Zeit als heute. Ich frage manchmal Menschen, warum hast du mir nicht geschrieben? Ich habe keine Zeit. Er hat Schreibmaschine. Er hat Sekretärin, der einen Brief diktieren kann. Er hat einen Kassettenrekorder. Auf eine Kassette. Aber er hat keine Zeit. Wir haben heute, wenn alle Möglichkeiten für uns bestehen, haben wir keine Zeit, einer für den anderen. Ich las eine Statistik, dass in Deutschland
Familienmitglieder, Mann und Frau oder Eltern mit Kindern im Durchschnitt 8 Minuten pro Tag miteinander sprechen. 8 Minuten pro Tag. Und was sprechen sie schon in diesen 8 Minuten? Es gibt nicht mehr das Alter, als ich ein Kind war. Setzte sich der Vater mit seiner Frau und mit seinen Kindern und man sprach über alle Dinge in der Welt. Man hatte Zeit, jetzt hat man keine Zeit. Weil es das Fernsehen gibt und es gibt die Hobbys und das Auto wartet draußen. Ich weiß nicht, was man so viel. Und wie werden die Sekunden unseres Tages gebraucht? Und Tick-Tack, Tick-Tack, jedes Tick-Tack der Uhr ist doch eine Warnung von Gott. Noch ein Stück Zeit ist vergangen, noch ein Stück Zeit ist vergangen. Ja, wie viel Zeit? Du weißt, wie viel Geld du auf dem Bankkonto hast. Aber wie viele Minuten hast du wirklich noch? Tick-Tack, Tick-Tack, und du denkst nicht daran. Du denkst nicht daran. Die Minuten vergehen. Was wird, einmal wird auch die letzte Minute kommen. Wir werden einmal, wir wollen über den Tod nicht denken, und er wird kommen, auch ob wir nicht denken. Und wie sind wir auf das Weitere wirklich vorbereitet? Und jetzt will ich euch aus unserer Erfahrung erzählen. Als ich ins Gefängnis kam, nicht nur ich, also bei uns in Rumänien, als die Kommunisten zur Macht kamen, kamen erstens mal alle katholischen Bischöfe im Gefängnis und alle außer dreien starben im Gefängnis. Sie waren alt und konnten die Folter nicht überstehen. Unzählige Priester, Mönche, Nonnen, evangelische Pfarrer, Baptistenprediger, Pfingstlerpredigten, Adventisterprediger, aber nicht nur jüdische Rabbiner, aber nicht nur Rabbiner oder Pfarrer oder Priester. Tausende von einfachen Gläubigen der verschiedenen Religionen, jeder, der sich wirklich einsetzte für seinen Glauben, Tausende waren im Gefängnis. Tausende waren im Gefängnis. Und es gab sehr großen Hunger. Und einige von uns, auch ich, die wurden als besonders gefährlich betrachtet, wir wurden jahrelang in Einzelzelle gehalten, 10 Meter unter der Erde. Ich sah jahrelang niemals Sonne, Mond, Sterne, Blumen, Bäume, Schmetterlinge, Vögel. Mit der Zeit hatte ich vergessen, dass diese Dinge existieren. Für mich existierten sie nicht. Ich habe 14 Jahre lang nie eine Farbe gesehen, außer Grau. Die Zellenwände waren grau, unsere Uniform war grau. Mit der Zeit vergaß ich, dass es blau, grün, gelb, violett existiert. Meine Welt war grau. Wir hatten nie eine Bibel, noch irgendein anderes Buch. Ich habe 14 Jahre gar kein Buch gelesen. Und nie ein Stück Papier zum Schreiben gehabt. Was wir gegessen haben, werde ich euch nicht erzählen, denn ihr würdet dann für Wochen euren Appetit verlieren, wenn ihr wissen würdet, was Christen in kommunistischen Gefängnissen essen. Aber der Hunger war sehr, sehr groß. Der Hunger war sehr, sehr groß. Und dann in diesen Einzelzellen sah man nie einen Menschen, außer den Wächtern und den Folterern, zu denen man geführt wurde, sonst sah man nie einen Menschen. Niemand lächelte dir jemals zu, niemand wünschte dir einen guten Morgen, niemand umarmte dich. Wir waren ganz allein unter der Erde. Kein Radio, kein Fernsehen, hier gibt es sogar in Gefängnissen Radio und Fernsehen, dort gab es nichts. Vollkommene Stille herrschte in dieser Gefängnisabteilung.